Ja, moin moin meine One Piece Freunde, heute begrüße ich euch für ein neues Video von One Piece Thresher Cruise. Und ja, wir haben derzeit Doppel Special Level Event und ja, ich muss auf jeden Fall meine Box leer machen. Ich habe das ein oder andere und das ein oder andere, was mir eigentlich auch sehr wichtig ist. Ich bin gespannt, wie es diesmal läuft, die letzten zwei Skill-Ups, die ich hatte. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich sag mal, den ganzen Crap, den ich aufgehoben habe, der lief sehr, sehr gut. Und alles Gute, was ich hatte, war, ja, der größte Reinfall, der größte Verarsche im Spiel, ganz ehrlich. Deswegen hoffen wir mal, dass heute besser wird. Schauen wir einfach mal und ja, wir fangen einfach an. Das Video oder die Videos gehen ja so oder so immer ein wenig länger. Deswegen brauche ich gar nicht lange, ja, drumherum reden. Und wir schauen einfach mal. Schreibt es mir auf jeden Fall mal unten in die Kommentare, wie es denn bei euch lief. Und ich sag mal, ich mach's einfach so wie Krumosch. Ich habe keine Erwartung, bis auf ein einziges. Bei ein einzigen, da habe ich schon ein paar Erwartungen. Okay, 1 aus 5. Ist auf jeden Fall noch Steigerung nach oben offen. Ja, komm schon. Komm schon. Ich bin ja derzeit total im Hype. Es gibt auch jetzt wieder was, das ein oder andere, wo wir spielen können jetzt, der Thresher Cruise. Ich muss sagen, es hält sich derzeit hier auf der globalen Version so wenig in Grenzen, was so Videos und so angeht. Das ist ja ein bisschen ätzend, muss ich dazu sagen, weil ich habe schon ein wenig Bock. So, er gönnt sich, also erst eigentlich immer im Schnitt, 1 aus 5. Aber ich würde mich auch wenigstens ein einziges Mal so, aber 2 aus 5 wäre schon geil. Ich weiß auch gar nicht, wann der jetzt hier Max ist, der gute Ruffy. Schauen wir einfach mal. Und der gönnt sich. Komm schon. Okay. Er ist im Schnitt. Da möchte man nichts sagen. Rouge dürfte ich nicht haben. Kit habe ich gerade eben zweimal gespielt. Deswegen habe ich da ja insgesamt nur 4 Stück. Bislang den guten Dude hatte ich nämlich auch noch gar nicht. So, jetzt habe ich nämlich gerade schon gespoilert, wo, ja, was so meine Highlights sind. Und zwar der gute Z, Colo Z und ja, der gute Shiggy. Aber naja, wir schauen einfach mal. So, wo ist denn der gute Dude jetzt? Den habe ich, wie gesagt, gerade eben erst bekommen. Ich habe den, wo der das allererste Mal draußen war, was übrigens schon Ewigkeiten her ist. Ich habe ihn komplett ignoriert. Ich hatte nicht mal die erste Stage auf dem Kolosseum gemacht im Chaos Level. Keine Ahnung, was war. Weiß es nicht, aber naja. Deswegen, jetzt haben wir ja, denke ich mal, Doppeldrop und er gönnt sich 2. Das ist schon mal sehr, sehr geil. Da bin ich auf jeden Fall zufrieden, wenn jetzt nur ein Sockel kommt. Okay, Sockel vielleicht nicht, aber naja, komm, wir hauen einfach mal random das drauf, bleibt eh nicht drauf. Schreibt es mal unten in die Kommentare, welche Sockels, denke ich mal, am besten. Ich glaube, Auto-Heal, ich glaube eigentlich ganz standardmäßig Despair, Auto-Heal und ja, Bind würde ich dazu jetzt sagen. Schreibt es mal auf jeden Fall mal unten in die Kommentare, was ihr zu den Sockels sagt. Ich weiß jetzt nicht, bei Urush. Ich muss mal schnell gucken, der gute Urush. Wo ist der gute Dude? Warte, wir gehen einfach von oben runter. Irgendwo hier oben muss er hier sein. Habe ich den schon? Ich habe ihn schon, Max. Okay. Bis auf einen Sockel. Komm, wir machen mal was Gutes. Wir machen mal wenig Crap. Wir wechseln ab. Sagen wir mal so. Deswegen machen wir jetzt mit Z weiter. Ich weiß nicht, wie viele Kopien ich da habe. Wie ihr seht, ich habe auch noch jede Menge ja, Skillbooks. Aber ich habe auch noch kein einziges Special Level auf den guten. Sprich, ich hätte ihn ganz gerne auf 17 bis 18 Turns. Ob das was wird, liegt bei Z. Und wir starten auf jeden Fall schon mal gut. Das finde ich sehr, sehr geil. Das finde ich wirklich sehr, sehr geil. Und ja, schauen wir einfach mal. Sockets müssen wir schauen. Prinzipiell, ja, ich sag mal, die Film-Fortnites sind und die Colo-Gegner sind jetzt erstmal vorbei. Wann sie wiederkommen, kann ich euch nicht sagen. Ich hoffe natürlich, dass es nicht so lange dauert, wie es halt jetzt wieder gedauert hat. Ja,
Wie gesagt, Special Level möchte ich ihn so hoch wie möglich, bestmöglichst maxen. Sockels wäre ich dann, denke ich mal, den Raid Boss Farm, weil der wesentlich angenehmer ist. Und ich muss sagen, Z, du bist echt krass gerade eben. Ich bin gerade echt baff. Also der haut hier gerade richtig rein. Also da kann ich ihn jetzt auch das eine, auch wenn er jetzt hier noch eins. Also wenn es jetzt wirklich, ich sag mal, wenn er jetzt noch im Schnitt ist mit den Kopien, die ich habe, müsste ich ihn eigentlich maxen. Ich wäre aber nur, okay. Okay, ich möchte jetzt nichts beschreiben. Wir schauen. Wir machen das Beste draus. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viel Turns der Gute hat. So, jetzt kommt auf jeden Fall noch die Sockets mit dazu. Sockets. Ich habe jetzt, shit, ich habe jetzt nicht geguckt, was der für Charakterklassen war. Z. Was bist du? Muss ich auf jeden Fall jetzt nochmal gleich schauen, damit ich weiß. Ich weiß jetzt nicht, war er Powerhouse mit? Weil Powerhouse braucht auf jeden Fall. Oh, okay. Das auf jeden Fall. Ich bin ja so oder so Orbs. Ich habe immer richtig gern Matching Orbs. Deswegen habe ich auch immer ganz gerne den Zockel da. Da müssen wir schauen. Warte, ich muss mal schnell mich schlau machen. Was bist du? Fighter Driven. Okay, bei Fighter brauchen wir eigentlich jetzt kein Matching Orb, sag ich mal. Da denke ich mal, kommen wir besser mit auch wieder Bind, Despair und Auto Heal, würde ich sagen. Da der Gute natürlich auch leider nur 3 Sockel-Slots hat, was ich wirklich schon mager finde, muss ich dazu sagen. Also ich sag mal so, 4 Slots sollten schon sein, meiner Meinung nach. So, da gönnt er sich natürlich. Z. Okay, da ist auf jeden Fall. Okay, jetzt kommt Auto hier, okay. Schauen wir einfach mal. Z, komm schon. Wenigstens im Schnitt bleiben. Okay, eigentlich, ich habe natürlich jetzt schon extrem Plus gemacht, was die Special Levels angeht. Also, ich kann mich eigentlich schon nicht beklagen. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie viele ich eigentlich noch brauche. Ich glaube, 4 oder 5 Stück, um den zu maxen hier. Okay, eins wieder mehr. Jetzt kommt, Auto Heal, okay. Jetzt die Frage. Ja, Matching Orbs oder Despair? Matching Orbs oder Despair? Ne, ich lasse die Sockets so. Ich lasse sie so. Wenn jetzt natürlich, ich sag mal, wenn ich jetzt hier die nächsten reinfuse und da kommt jetzt mysteriöserweise einfach mal 2-mal Despair, also dann mach ich das mit dem Orb nochmal weg, aber ansonsten lasse ich es drauf. So. Okay, er gönnt sich weiter. Er gönnt sich eins, da bin ich auf jeden Fall noch zufrieden. Ah, shit, Alter. Nein, ich bleib jetzt hartnäckig. Ich glaube an die Sockets. So, wie sieht's denn eigentlich aus? Wir haben noch. Okay. Es ist noch alles offen. Leute. Übrigens, das ist das Farmergebnis von einem Tag, muss ich mal noch so anmerken. Also das ist jetzt nicht, dass ich ihn jetzt nonstop 2 Wochen durchgefarmt habe oder so. Okay, aber das war jetzt auf jeden Fall sehr, sehr geil. Das kam uns richtig gelegen. Und die Sockets, ja, okay. Bin ich auch mit zufrieden, 2 Special Level, 2 Sockets. Sockets ist immer so eine Sache. Muss ich offen und ehrlich sagen, Sockets ist immer so eine Sache. Ist eigentlich immer individuell. Es gibt natürlich bestimmte Charaktere, bestimmte Sockets gehören da einfach drauf. Aber bei vielen Charakteren ist einfach so der Spielstil. So, Leute, wir haben jetzt noch 6 Kopien und ich glaube immer, also mehr, ein einziges, Leute. Ein einziges brauchen wir
Und die Sockets können sich eigentlich auch sehen lassen für die Kopien, die wir bislang reingefused haben. Komm, jetzt machen wir nochmal eins random. Schauen wir einfach mal. Das liegt halt immer am Spielstil. Ja, wie spielst du deine Teams, mit welchen Sockets und... Okay, es wird nochmal extrem knapp, Leute. So, 1, Z. Aber prinzipiell, auch wenn er das eine jetzt nicht kriegen sollte, wir haben ihn auf jeden Fall spielbar. Und das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nice. Und mit Z bin ich voll und ganz zufrieden. Also wer da rumjammern würde mit dem Ergebnis, was ich hatte, der hat keine Ahnung, ganz ehrlich. Yes, er kennt sich. Und das müsste das letzte gewesen sein, oder? Perfekt. Yes, baby. Wir haben Z-Max. Richtig geil. So, okay. Socket sollte jetzt leider nicht so sein. Aber dennoch für die Kopien, die ich reingefused habe, bin ich voll und ganz zufrieden. Also, Z, du bist sehr, sehr geil. Ich liebe dich. So, wie machen wir denn mal weiter? Leute, Shiggy mal noch nicht direkt. Wir machen mal mit irgendeinem random Stuff. Wir nehmen einfach die gute. Ich einfach aufgehoben. Ich habe die Fortnite auch nicht allzu viel gefarmt, muss ich dazu sagen. Deswegen habe ich mir alle aufgehoben. Ich habe die auch noch nicht mal entwickelt. Ich glaube, da mache ich jetzt, was Sockel-Slots angeht, auch, ich glaube, ein Minus oder so. Aber ich werde auf jeden Fall, wenn die Tontata Fortnite wiederkommt, werde ich da noch farmen müssen, weil ich Leo noch nicht Sockel-Max gekriegt habe. Und ja, deswegen schauen wir einfach mal. Okay, ich denke mal, das wird jetzt gleich erstmal... Bind und Despair. Das wäre eigentlich jetzt perfekte Sockets. Bind, Despair und Auto Heal. Shit. Also wir machen auf jeden Fall Bind und Auto Heal ist eigentlich... Auto Heal ist erstmal Pflicht. Weil Auto Heal supportet einfach jedes Team. Ich weiß nicht, ob ich die gut überhaupt jemals in irgendein Team spielen werde. Ich gehe mal davon aus, ist so oder so wieder höchstens eine Unit, ich sag mal, für ein Sengoku-Team oder sowas. Ich weiß auch gerade gar nicht, was sie macht oder so. Keine Ahnung. Ah, okay. Oh mein Gott. Also wäre schön doof, ganz ehrlich. Ich glaube, komm, wir machen das weg und wir machen das jetzt so. Also wenn sie sich natürlich, das ist jetzt, sie weiß, dass ich gerne Matching Orbs habe. Deswegen haut sie natürlich die Sockets hier raus. Damit ich auch Matching Orbs bekomme. So, ich weiß gar nicht, habe ich von der überhaupt noch Skillbooks? Das ist ja der Secret Boss gewesen und die Secret Boss hatten ja eigentlich immer Skillbooks noch. Aber ich bin mir jetzt nicht so sicher. Okay. Ich sehe, ich habe mich richtig entschieden, jedenfalls was die Sockets angeht. So, ich muss mal schnell noch die... Skillbooks überfliegen. Ansonsten wähle ich mir hier gleich mal was aus. Okay, ich habe keine. Hier, ich habe übrigens hier noch, die habe ich mir gerade eben gekauft. Die kriegt der gute Kevin. Ich krieg die nämlich jetzt gleich. So, okay, dann machen wir hier einfach mal weiter mit den guten Fukuru. Da müssen wir nach unten auf jeden Fall. Grüße gehen raus an Jaxus. Falls du das Video siehst, schreibt mir einfach mal irgendwas Nettes in die Kommentare. Ja, schauen wir mal. Ich glaube, 1, 2 braucht der Gute noch. Er gönnt sich. Und wir haben ihn Max. Perfekt. So kann das von mir aus weitergehen. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal noch 3 von ihm. Wie hieß er eigentlich nochmal? Gute Frage. Wo ist er überhaupt? Er war auf jeden Fall weiter oben, soweit wie ich weiß, bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Wo ist er? Ich habe ihn höchstwahrscheinlich bestimmt schon wieder 3-mal übersehen. Nein, ich finde ihn nicht. Willst du mich jetzt verarschen? Sag mal. Okay. Das ist natürlich...
Sag mal, willst du mich jetzt hier... Okay, jetzt gehe ich hier ganz hoch. Wo ist der gute? Kumadori hieß er auf jeden Fall. Also der Name ist mir schon mal eingefallen. Habe natürlich jetzt auch genug Zeit gehabt, darüber nachzudenken. So, hier in der rechten Ecke, in der rechten versteckt er sich. So, Alter, das geht ja mal gar nicht. Ich glaube, eins oder zwei Special Levels braucht er noch. Ha, komm schon. Wenigstens eins aus acht bin ich mit zufrieden. Wenn ich schon so wenig Skillbooks habe, da freue ich mich wenigstens über ein Special Level. Okay, perfekt. Ist auf jeden Fall ein guter Powerhouse-Charakter. Er gönnt sich zwei und... Okay, schade. Leider nicht Max, aber 2 aus 8 ist auch über Durchschnitt. Also alles geil. So, jetzt kommt wieder einer, wo ich mich über alles Mögliche freue. Und zwar der gute Diamante. Werde ich zu 100% nicht Max kriegen, außer ich werde jetzt hier, ich sag mal, 3 aus den 5 jetzt ja noch kriegen oder so, oder 4. Aber ich sag mal, 1 ist okay, 2 ist sehr, sehr geil und schauen wir einfach mal. Diamante, er gönnt sich, okay, 1, da bin ich schon mal zufrieden. Schauen wir mal, wenn es mal wieder ein paar Skillbooks für den Guten gibt. Schauen wir einfach mal. So, jetzt gibt es Olympus, oder wie er heißt. Habe ich es über einen von den letzten Sugos erst ganz neu gezogen. Allzu hoch dürfte er noch nicht sein, weil er müsste noch unevolved sein. Aber er dürfte eigentlich auch nicht allzu niedrig sein. Wo ist er denn? Ich habe ihn höchstwahrscheinlich schon wieder übersehen. Und das jetzt gerade eben schon wieder. Wo ist er denn? Oh, dieses Suchen manchmal, das ist manchmal extrem ätzend. So, okay, jetzt ich gehe es einfach wie gerade eben. Ich gehe sie einfach wieder alle ab. Ich glaube, da war aber auch Dex, wenn ich mich jetzt nicht täusche, oder? War jetzt eine andere Farbe? Nein, ich glaube nicht. Muss doch eigentlich hier in der Kategorie irgendwo sein. Ist er wirklich so weit unten? Ist er wirklich so weit unten? Wo ist er denn? WTF? Hier ist er doch. Sag mal. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, das ist... Alter. Okay. So. Der ist so oder so Charakter. Keine Ahnung, was seine Special überhaupt ist. Ob ich ihn überhaupt irgendwann mal spielen werde. Deswegen, jedes Special Level, was ich bekomme, freue ich mich natürlich drüber, weil ich sag mal, prinzipiell die Charaktere Max zu haben oder im Special Level so hoch wie möglich, ist das alles geil. So, und er gönnt sich auch 2 schon mal, er gönnt sich sogar 3, er haut richtig raus mit seiner Peitsche. Und ja, achso, 20 Bucks haben wir insgesamt gehabt. Ich weiß gerade gar nicht, ich glaube, der hatte schon ein, zwei Special Level, ja. So, er gönnt sich weiter. Okay, wann ist er Max? Ich habe keine Ahnung. Er gönnt sich auch wieder 2. Und er ist schon Max. Okay, perfekt. So, Isabello, meine kleine Bagger-Bitch. Die habe ich immer noch nicht. Was mich auch ein wenig wurmt. Muss ich auch wohl ehrlich dazu sagen. Das wurmt mich schon, dass ich den guten Isabello immer noch nicht gehabt habe. Oder immer noch, prinzipiell noch nicht habe. Weil Isabello... seine Special ist einfach einzigartig, kann man dazu sagen. Also die ist extrem gut, gerade für ja, Trainingsforst und sowas. Also da ist er echt ein sehr, sehr guter Support. Habe ich jetzt einfach mal random reingehauen, die Skillbooks hier. Ansonsten habe ich eigentlich, Fujidora habe ich nicht, die hätte ich noch, aber die machen wir auf jeden Fall als letztes. Ansonsten bin ich eigentlich, komm, wir haben hier unten nochmal den guten und dann bin ich eigentlich im großen Ganzen schon fast durch, wenn ich die jetzt hier verfüttert habe, wo auch immer. Oh, jetzt fängt das Gesuche hier wieder an. Hier unten ist er, okay. Ja, habe ich dann noch Shigi und dann noch die extra Books, die ich mit dem Ray Shop gekauft habe für Cavendish. Der soll die bekommen. Der ist meiner Meinung nach ja, eine Legend, die ich gerade jetzt in letzter Zeit sehr zu schätzen. So, komm, hauen wir einfach die drauf. Ja, einfach zu schätzen gesehen habe. Cavendish ist echt eine extrem geile Legend.
Ich habe so wenig bislang mit denen gespielt, obwohl ich den wirklich mittlerweile schon ein paar Monate habe. Habe jetzt auch mit denen angefangen, ja, Socket-Bücher den guten zu geben, weil ich bislang immer irgendeine andere Legend hatte, die ich halt häufiger gespielt habe. Und ja, durch das Geburtstagszugo, da hatte ich glaube, 6 oder 7 neue Legends auf einmal bekommen. Und ja, da hängt man einfach wirklich hinterher. Den machen wir weg, machen wir so. Ich sag mal, die Sockets sehen eigentlich ganz gut aus. Ist, denke ich mal, auch bloß wieder so eine Random Unit, die höchstens, wenn überhaupt, mal irgendwie in einem Sengoku-Team oder so, ja, zum Einsatz kommt. Wobei ich sagen muss, ich habe wirklich sehr, sehr viel Sengoku gespielt. Habe dadurch halt auch sehr, sehr viele Random Units. Ja, schon gut gelevelt, würde ich mal dazu sagen. Okay, die Sockets waren jetzt unterirdisch, aber naja. Ich sag mal, prinzipiell läuft das Skill-Up heute bislang sehr, sehr gut für mich. Und schau mal einfach mal, was Shigi und Cavendish da noch sagt. Bei Cavendish, also ich sag mal mit den Bugs, wenn ich ein Special Level bekomme auf den guten, freue ich mich da schon. Wenn ich da 2 bekommen sollte, wäre das extrem geil. Und der gönnt sich ja auch. Der gönnt sich eigentlich hier ja, Sockets leider nicht, aber dafür Special Levels. Haut er raus. Haut er auf jeden Fall raus, kann ich auch nichts gegen ihn sagen. Ist geil. Ist echt geil. Ich bin bislang zufrieden. So. Und Puff bekommt dann nochmal eins. Eins würde ich mich nochmal freuen. Leider nicht, aber da fährt es ein Schockel, oder? Leider auch nicht. Ah, Despair. Nein, komm, wir behalten die Sockets. Wir behalten die Sockets. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Oh, das Video, das hat schon wieder extreme Überlänge. What the fuck, Mann? So, ansonsten habe ich eigentlich jetzt nichts mehr. Okay, geht's los mit Shigi. So, Shigi, mein Utah-Dude. Schauen wir mal, wie es mit uns läuft. Das letzte Mal hattest du offensichtlich deine Tage. Ich sag mal, wenn du im Durchschnitt bist, bin ich zufrieden. Alles andere an Plus freue ich mich drüber. So, Super Success geht schon mal los. Ob das ein Zeichen ist, werden wir jetzt sehen. Okay. Schon mal eins bekommen. Er gönnt sich 2 und damit bin ich aus den 5 aus 2 bin ich schon richtig zufrieden. What the fuck, Alter? Die Sockets, die sind ja mal göttlich, meiner Meinung nach. Also, wenn man die Sockets auf eine Legend bekommt, also da kannst du ja schon im 3. Also, das ist ja extrem geil. So, damit haben wir den ersten Sockel schon. Ich behalte die Sockets auf jeden Fall von Shigi. Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, 25 oder 30 Kopien habe ich von den guten. Ja, hatte leider nicht allzu viel Zeit, ihn zu farmen, ja, arbeitstechnisch, real life. Ja, was will man machen, wenn man halt arbeiten schon geht? Ja, muss man sich wohl oder übel ans real life richten. So, oh mein Gott, er gönnt sich richtig. Also, das ist ja mal abnormal. Das ist das, wow. Wow, Alter, also mir fehlen, mehr kann ich nicht sagen, wow. Also die Shigi, also die Sockels, die hast du ja jetzt hier gerade mal richtig rausgeknüppelt. Also hammert. Ich bin echt krass. Ah, okay. Okay. So, und okay. Also ich sag mal, ich will ja jetzt nichts sagen, aber ich sag mal jetzt dazu, dass Sockel-Maxen ist eigentlich schon so eine 95-prozentige Chance. Aber ich würde ihn trotzdem noch über 2 Special Levels oder so, würde ich mich schon noch freuen. So, schauen wir mal, was der Gute draus macht aus meinen Wünschen. Okay, er gönnt sich wieder 2, das ist geil. Das ist sehr, sehr geil. So, okay, Orbs, naja, ist mir egal. Special Levels müssen jetzt erstmal her. Jetzt müssen erstmal Special Levels her. So, wie viel haben wir denn? Wir haben noch 10 Stück. Ich sag mal, wenn ich da jetzt noch 1, 2 bekomme, wir hatten jetzt gerade eben schon 2, also meine Wünsche sind eigentlich schon erfüllt. Ist schon wieder Super Success. Okay, also leveln tun wir ihn auch noch sehr, sehr gut. So, okay, er gönnt sich wieder eins. Und er gönnt sich noch eins. Okay.
wieder, also der ist auch extrem krass. Also ich kann mich jetzt schon nicht beklagen, auch wenn er jetzt wirklich keins mehr bekommt, ist er eigentlich über den Durchschnitt. Und deswegen lief es mit Shiggy heute auf jeden Fall richtig geil. Und maxen werden wir ihn jetzt, denke ich mal, nicht mehr, aber okay. Hoffen wir mal. Ja, okay, komm, schauen wir. Okay, er gönnt sich tatsächlich nochmal zwei. Er hat sich tatsächlich nochmal zwei gegönnt. Ich bin mega zufrieden mit Shiggy. Und da kommt der letzte Sockel auch noch. Also das Special Level. Also dieses Special Level ist seit langem wirklich mal wieder extrem geil für mich gelaufen, muss ich dazu sagen. So, und wenn ich jetzt noch eins für den guten Gewinnisch kriege, dann bin ich extrem happy. Dann bin ich wirklich extrem happy. So, wo ist er? Da ist er. Komm, gönn dir. Ich mache einfach mal die Augen zu. Ich lasse einfach mal reinfusen. Mache dann die Augen auf und ja, werde schauen, was ich bekommen habe, wie viel ich bekommen habe, ob ich überhaupt was bekommen habe. Ja. So, ich würde sagen, es reicht. Er hat sich eins gegönnt. Okay, bin ich mit zufrieden. Zwei wären natürlich extrem geil gewesen, aber eins ist besser als keins. Prinzipiell, das Skill-Up war richtig geil. Ich bin richtig happy und ich hoffe natürlich für euch lief es genauso gut. Und ja, kleine Werbung, morgen gibt es ein XXL Dragon Ball Dokkan Battle Video für die Leute, die sich dafür interessieren. Einfach morgen mal vorbeischauen, denn morgen fängt ja das Jubiläums-Summon an. Und ja, 2 Jahre Dokkan Battle, schauen wir mal. Es gibt richtig viele Multipoles morgen. Und oh mein Gott, ich bin gehypt. Und ja, ich würde mich riesig über den Daumen nach oben freuen. Haut rein und die Liebe bis zum nächsten Mal.